Und herzlich willkommen im nächsten Part Euro Truck Simulator im Multiplayer. Mit dabei ist wieder unser guter alte Trucker-Kollege, der Stefan. Hallo. Jo. Jo. Der Stefan hat uns was aufgebrummt hier, einen Mega-Auftrag. Die Kundschaft muss ein bisschen warten. Wir fahren von unserem Steinbruch aus hoch nach Bern runter. Zwischen Zürich und Bern runter nach Milano. Und da sieht er ja diese kurvenreiche Strecke. Da will er uns vorbeijagen. Zurück. Was jetzt über München, Stuttgart oder Zürich hoch? Über München, 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 Stuttgart, Stuttgart, und dann einmal hoch Mannheim zu unserem Bestimmungsrat in Duisburg. Uiuiui, das kann was werden. Freut euch auf die Landschaft. Ich steig mal jetzt ein. So, kann losgehen. Warnblinker aus und Start frei für unsere große Tour. Sehen, wie das Wetter sein wird. Dunkel. Ja. Achso, ich habe jetzt vergessen zu tanken. Also die nächste Tankstelle könnten wir gerne aufsuchen. Wie viele Kilometer kannst du noch fahren? 708. 708. Okay, das, würde, 708. Das müsste glaube ich reichen noch. Ja, 706, ja. Jaha! So. Vielleicht stößt auch nachher noch der Herbert zu uns. Achso, bist noch gar nicht losgefahren. Ich guck mir gerade so schön die meine Kabine an, wo ich mich gleich hinlegen kann zum Schlafen. Roll nach vorne und dann stehst du da ja noch. Aber sieht gut aus. Ja, jetzt ist frei. Geneve. Mann. Ja. Herr auf der Straße. In Deutschland, da ist ein bisschen mehr los. 23 Uhr. Bin ich überhaupt online? Auf der Landstraße. Ich sehe jetzt gerade nicht. Habe ich irgendwie ja, alles aus. Online. Ach da. Ah, das ist F11. Da kann man das einschalten. Oh. Ups. Hoppala. Ja. Hoppala. Da habe ich die Kurve verpasst. Ja, die Kurve erwischen sollte es bedeuten. Ich habe da gerade so ein paar Knöpfe gedrückt und dann kam so eine scharfe Kurve. Alles okay. So, warte mal. Auf der Landstraße fahren wir mal ordnungsweise gemäß. dann lag ich auf der Seite und zum Glück ist er gerade noch wieder zurückgeschwappt. Uiuiui. Ah, ich habe mal gerade 75 jetzt gerade. Aber ich komme ja schon wieder den anderen näher hier. Okay, da fahre ich plus 60. 60, okay. Ja, ich muss ein bisschen Abstand halten, sonst. Sei denn, wenn man gerade kommt, kann ich vielleicht überholen, aber ich schau mal, wo kommt denn die nächste Tankstelle? Ach, da vorne. Sag mal, ach so, hast du die Rundumleuchte an? Ja, aber irgendwie blinkt das bei mir gar nicht so. Habe ich sie an? Hab sie jetzt aus? Ja, bei mir blitzt es mal manchmal kurz orange auf, aber war logisch, dass es bei mir regnet. Haha. Nee, ich hab gar keine dran. Ach, dann ist der vor uns, schätze ich mal. Ab in den Tunnel. Okay. Kommt da schon in eine Tankstelle? Jo. Was kriege ich denn für den Auftrag? 33.400. Oh, mein LKW-Anhänger. 33% Schaden. Ach du Scheiße. So? Ja. Bin ja eben umgekippt. Ach, der ist hinter uns, der am Blinken ist. Oh.
33% Schaden, Halleluja. Bin ja voll in der Kurve umgekippt. Oh, vor uns fährt auch ein Volvo. Ach ja, stimmt, da wollte ich mir demnächst mal die neueren holen. Den F16. Den F, du hast ja den FH13 und den F16. Ich habe ja schon die neuere. Die neueren. So, und da vorne kommt meine ersehnte Tankstelle. Wie voll ist denn dein Tank? Willst du auch noch mal tanken, wenn wir so eine große Tour machen wollen? Ich habe 1127 Liter noch drin. Ja, das ist ja massig. Ja. Ich habe genügend. Ach, der fährt aber vor uns darauf. Ah, der fährt auch drauf. Big Wick. Oh, hinter uns kommen hier 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ne, 2 auf jeden Fall. Italiener. Nett. Die Huben. Transportflow. Da! Na, wie lange braucht er denn noch hier? Alter. Junge. So, jetzt ist er fertig. Ah. Das hat ja auch gedauert bei dem 1,44, ja, ui, ja. Da kann man ja mal vollknacken. Gluck. Meine Güte, ist das voll hier. Wollte ich gerade sagen. So, 1500 Flocken getankt, kann weitergehen. Tudum. Frei. Haben wir jetzt Glück gehabt. Kann weitergehen. Oh, hier kam wieder eine scharfe Reißkurve, ne? Also pass auf. Ja, das andere war nur dummer Zufall, weil ich da so ein paar Knöpfe durchgedrückt habe. Ich warne dich mal lieber jetzt vor. Sicherheit ist oberstes Gebot. Ah ja, so ein little bisschen. Okay. Leon Torino. Wir fahren jetzt hier ab, ne? Ja, auf der anderen Seite aber. Ja, meine ich doch. Oh, da fährt er einfach los, der Junge. Nicht geguckt, einfach Vollgas. Ah, das ist wieder mal so eine Kurve, hier musst du wieder. Schön ausholen. Passt. Ja, Singleplayer ist es ein bisschen schwieriger. Ja, wenn man Schwerlastmod hat oder sowas, dann mit den großen Teilen. Erstens das und zweitens, wenn die ein Auto hinterher fährt, die fahren ja gleich auf den Nebenstreifen und dann nutzen sie ja die Gelegenheit und fahren ja dann gleich neben dich. Ja, das ist ein bisschen komisch manchmal. Eigentlich sollte das ja durch den Mod alles besser und schöner und geiler sein und intelligenter, aber naja, so einiges funktioniert immer noch. 80, Achtung, hier ist ein Blitzer. Ja, ich fahre wieso nur 84. Jaha! So,
23:46 Uhr schon. Richtig. Laut Ankunftszeit 12:19 Uhr. Halleluja. So. Die nächste Rast machen wir. Ich weiß nicht, da vorne, wenn wir wieder runterfahren, kommt hier noch eine Tankstelle, da können wir ja sonst rauffahren. Ja, ich sehe da die Tankstelle, also ich habe die Navigationssystem auf weit eingestellt. Das habe ich auch. Und, warte mal, ich fahre ein bisschen zu schnell, ich fahre jetzt mal... Aber wollten wir nicht hier eigentlich runter nach Milano schon, von Geneva aus? Ja, ja, aber wir müssen, nee, das wäre hier, da müssten wir ja noch einen größeren Umweg fahren. Achso. Welchen wir immer fahren. Denn eigentlich hochfahren wieder? Hatte ich jetzt gedacht. Ja, ja, keine Sorge. Wir fahren, also die Strecke bist du auch noch nie gefahren. Also hier die Bergstrecke. Genau. Ja, gesagt. Schade, dass es dunkel ist. Ja, das ist natürlich auch. 100 Blitzer gleich hier. 80? Ja, ich fahr ab, 85, das ist schon mal ganz gut. Alles im grünen Bereich. Also 90 maximal. Oh, da kommt das einer. Das Beste. Ja, da überholt einer. Vorsicht. Bergfahrer. Hat aber nicht geblinkt. Und nicht gehupt, oder? Worüber gefahren ist, aber ja, was soll's. So, also. Wir kommen. Voll die kranke Hupe. So. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Rastplatz. Dass du es weißt. Ich sehe. Aber wir wollten ja gleich bei Bern einmal runterfahren. Oder habe ich das jetzt falsch? Da waren wir dort, da waren wir da, ah ja, genau, hinter Bern wollen wir runterfahren. Wollen wir hier unseren ersten Rastplatz machen oder wollen wir bei hinter Bern? Oder können in Bern reinfahren? Was wir da denn wollen einmal wir in Bern reinfahren und dort einmal zur Werkstatt und dann. Haben wir dort mal Pause, okay, da fahren wir jetzt mal weiter hier. Haben wir einen Ausflug nach Bern. Genau, da war ich auch noch nicht. Übrigens eine sehr schöne Stadt der Schweiz. Städten Zürich und Luzern. Alles schön bergig und schön da. Aber im Winter nicht so mein Fall. Ich mag nicht so gerne Schnee. Ein bisschen rutschig ist das. Beim Autofahren ist scheiße. Oh. Oh, da kommt einer. Ach ja, Fernlicht habe ich auch. Bessere Aussichten. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, im Abfahren, ne? Bern. Dort steht Bern. Bern. Jupp. Einmal über die Brücke und dann abfahren, ja. Und dann links weg. Und alles frei. Jo, alles frei. Rechts, links geguckt.
Ja, das ist doch mal eine erfreuliche Sicht bei mir. Kein Regen mehr. Oh, der ging ja diesmal schnell. Ja. Komm, wir fahren zu dem Hotel dort drauf, da müssen wir... Achso, ich wollte sonst zur Werkstatt. Was denn? Ach da. Gut, alles klar, ich sehe schon. Die zweite. Weil wir fahren die erste rein und dann hinten bei der Werkstatt wieder hoch. Ja genau, so können wir so machen. Pascal. Keine Strafe. Rundfahr. Keine Strafe gekriegt. Schnell noch rübergerutscht. Oh. So, green. Oh ja. Oh, MAN-Händler. Ja. Yep, hab ich auch. Schön ist der Enzian. Oh, geht das hier runter? Wirklich sehr schön. Nice Aussicht. Jo. Und da vorne kommt sie, unsere Werkstatt. So. Oh, und angekommen. Einmal schnell reparieren, Wartung, reparieren, 10.000. Und Freunde der Sonne, das war's mal wieder im ersten Part oder in dem ganzen Part, die noch kommen wollen im Euro Truck Simulator. Schalt wieder rein, lasst einen Kommentar da. Abonniert mich auch gerne. Bis denne, tschüss.